Willkommen bei Schlesien-Journal. Von der Geschichte eines Ortes zeugen nicht nur seine Bauten oder Denkmäler, sondern auch die Friedhöfe. Einige sind gepflegt, andere wiederum vernachlässigt oder sogar verfallen. Wir haben den evangelischen Friedhof in Bielitz-Biala in der Woiwodschaft Schlesien besucht, der die evangelische Geschichte der Stadt widerspiegelt. Der Lokalhistoriker Lukas Giertler vom DFK Bielitz-Biala nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Der Habsburger Herrscher Josef II. Hat im Jahr 1782 ein Toleranzpatent unterzeichnet, das den Protestanten in seinem Herrschaftsgebiet dieselben Rechte zusicherte wie den Katholiken. Daraufhin wurde in Bielitz die evangelische Gemeinde gegründet. Das historische Viertel rundherum des Gemeindehauses wird bis heute Bielitzer Zion genannt. 1832 padł pomysł utworzenia nowej nekropolii z uwagi na epidemię cholery, która była w mieście. I z tego tytułu wydano wtedy zarządzenie, które zabraniało chować kolejne osoby na terenie miast. Wobec tego utworzono nowy cmentarz komunalny, który znajdował się w parku, dzisiejszym Parku Słowackiego, wcześniej Schießhauspark. Natomiast ewangelicy stwierdzili, że to jest strasznie daleko i to pewne niedogodności tworzy zimą. Wobec czego postanowili utworzyć swoją nekropolię. I tę nekropolię utworzyli na terenie bielskiego Syjonu w 1833. Der alte Friedhof in Bielitz ist bis heute erhalten geblieben. Obwohl es in Bielitz-Biala auch andere gut erhaltene Friedhöfe gibt, ist jener im Bielitzer Zion aus vielen Gründen etwas ganz Besonderes. Ten cmentarz jest wyjątkowy, ponieważ od 1953 roku, czyli od ostatniego pochówku, jest totalnie nieczynny i stanowi on swoistą enklawę zieleni w centrum miasta. Hier liegen zahlreiche bedeutende Bielitzer Persönlichkeiten begraben. Fabrikanten, Politiker und viele andere, die zum Aufschwung der Stadt beigetragen haben. To, co się działo, wszystko zawdzięczamy osobom, które tutaj spoczywają. Co prawda część to już jest historia, ale niektóre dzieła ich funkcjonują do dnia dzisiejszego. Ein Beispiel dafür sind die Brüder Albert und Erich Sennewald, deren Bürsten- und Pinselfabrik Gebrüder Sennewald von 1876 bis heute in Betrieb ist. Der Grabstein der Brüder wurde im September 2022 von den aktuellen Besitzern der Fabrik restauriert. Aktualnie jest to fabryka Befa Szczot. Jest to fabryka, która produkowała już właściwie w XIX wieku jeden z najlepszych szczotek i pędzli, co było także widoczne chociażby w postaci Witkacego, który w dwudziestoleciu międzywojennym potrafił pisać listy do swoich przyjaciół, gdzie zachwalał niesamowite szczotki produkcji braci Sennewald z Białej właściwie, bo to jest na terenie Białej. I także Karl Sennewald swego czasu był burmistrzem Bielska. Von rund 60.000 Menschen, die während der Kriegsjahre in Bielitz wohnten, blieben bis zum Einmarsch der Roten Armee nur noch 10.000 in der Stadt. Die Protestanten wurden als Doppeldeutsche eingestuft, da sie nicht nur deutscher Abstammung waren, sondern sich auch zu dem deutschen Glauben bekannten. Repressionen und Deportationen in Nachkriegsarbeitslager, beispielsweise ins Lager Zgoda in Świętochłowice, waren die Folge. Po 1945 roku, jeżeli chodzi o cmentarz, on był dalej jeszcze czynny, do 1953 roku, jak wspomniałem, czyli 8 lat po wojnie. Natomiast no, troszeczkę ten czas jest owiany tajemnicą, ponieważ jeżeli jakiekolwiek pochówki tutaj występowały, to były to tak zwane ciche pochówki, żeby nie zwracać na siebie uwagę. Rodziny się bały represji, które mogą ich spotkać. 1946 mussten im Rahmen der Entgermanisierung der Stadt sämtliche deutsche Inschriften aus dem Stadtbild entfernt werden. Dies bezog sich auch auf die Grabsteine auf den Friedhöfen. Doch die evangelisch-lutheranische Gemeinde in Bielitz zögerte damit recht lange. Es wurde Mörtel benutzt. Einige Grabsteine wurden nur mit der deutschen Inschrift der Erde entgegen umgeworfen. Jeżeli tak spojrzymy sobie na historię regionalną, to bielskie cmentarze nie ucierpiały aż tak mocno jak na przykład cmentarz cieszyński, gdzie w 100% praktycznie się pozbyto tych inskrypcji. Bardzo dużo tych tekstów, mimo wszystko zachowane do dnia dzisiejszego. Niewątpliwie największą stratą są te teksty, które zostały skute. Ich jednak nie ma aż tak dużo wbrew pozorom. Także tak naprawdę bardzo dużo jest takich grobowców, takich inskrypcji, epitafiów, które jesteśmy w stanie odzyskać, tudzież się zachowały do dnia dzisiejszego z uwagi na to, że no, bielskie społeczeństwo nie było też jakoś skore do zamazywania tych śladów. Seit dieser Zeit war der Friedhof fast 50 Jahre lang geschlossen. Als in den 1990er Jahren das Gestrüpp mühsam entfernt wurde, waren geöffnete Gräber zu sehen. Vandalen hatten einige Grabsteine zerstört.
Lukas Gärtler engagiert sich mit anderen Freiwilligen für die Erhaltung der Ordnung auf dem Friedhof. Die regelmäßig organisierten Putzaktionen und die Möglichkeit, sich den Friedhof anzusehen, veränderten die Einstellung der Bewohner von Bielitz-Biała zu der deutschen evangelischen Begräbnisstätte. Z czasem też członkowie mniejszości niemieckiej zaczęli się włączać w tą akcję, tak jak ja między innymi. No i po kolei zaczęły się kolejne osoby tutaj sprowadzać i może się wydawać niektórym, że takie po prostu prace nie mają większego sensu, że mentalności ludzi nie zmienimy, ale to nie jest prawda, bo mnie minęło 5, może 10 lat, jak kolejne osoby zaczęły przychodzić z dziećmi, już nie było tekstu pod tytułem po co wy to robicie, niech Niemcy sami to robią. Nie, już było zupełnie odwrotnie, już było słuchaj córeczko, słuchaj synku, to są ludzie, którym zawdzięczasz szkołę, do której chodzisz, ten zawdzięczę, że to miasto wygląda, jak wygląda. Der Friedhof ist normalerweise abgeschlossen, doch nach Absprache kann man ihn besuchen. Vor allem im November ist die Nachfrage groß, da man in diesem Monat der Verstorbenen gedenkt. Vor uns liegt noch der Volkstrauertag, ein stiller Gedenktag in Deutschland, der an die Opfer von Krieg und Gewalt aller Nationen erinnert. Der Verband Deutscher Gesellschaften lädt zum Volkstrauertag am 19. November zu einer ökumenischen Andacht in Oppeln ein. Los geht es um 15 Uhr in der evangelisch-augsburgischen Kirchengemeinde in der Ulica Pasieczna 12. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Das Märchen der Brüder Grimm, der Wolf und die sieben jungen Geißlein, wurde Ende Oktober im Oppelner Puppentheater aufgeführt. Zu der deutschsprachigen Darbietung hat die Sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien im Rahmen der 20. Deutschen Kulturtage eingeladen. Das Theater Koblenz führte das Stück auf. In die Rollen schlüpfte der Schauspieler Stefan Siegfried ein und erzählte mit seinen Puppen den Kindern die Geschichte des bekannten Märchens. Natürlich hatte ich Angst. Verstehen die Kinder alles? Das Stück beginnt ja sofort mit einer Frage ans Publikum. Seid ihr die Kinder? Und in Deutschland dauert es nicht eine Sekunde, bis alle Kinder schreien, ja! Und hier hat es einen Augenblick gedauert heute. Und ich habe kurz gedacht, na, kommt was? Aber dann war ja alles gut. Die Kinder haben das Stück mitgestaltet, denn der Schauspieler hat einen offenen Dialog mit ihnen geführt. Immer wieder stellte er dem Publikum Fragen und sowohl die Kinder als auch die Eltern haben mitgemacht. Es hat uns sehr gut gefallen. Also ich habe gesehen, wie die Kinder reagiert haben, also die Gespräche mit dem Schauspieler. Also man hat gleich bemerkt, die Kinder verstehen und die haben auch in dem Stück sozusagen mitgespielt. Also mir persönlich hat das sehr gut gefallen und meinem Kind sowieso. Das Theater Koblenz führte das Stück schon zum 93. Mal auf, doch zum ersten Mal im Ausland. Mehr Informationen über die Aufführung und das aktuelle Angebot der Sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien finden Sie auf der unten eingeblendeten Webseite. Vom Schulhof an den Rand des Weltalls sollte es bei einem Forschungsprojekt gehen, das in der Grundschule des Vereins Pro Liberis Silesia in Raschau durchgeführt wird. Es handelt sich um ein Vorzeigeprojekt, das es in dieser Form zum ersten Mal an einer Schule in Polen gibt. Die Schüler haben mit ihren Lehrern eine Forschungssonde gebaut und sie dann mit einer Kamera, zwei GPS-Trackern sowie einem Datenmessgerät ausgestattet. 4 Wochen dauerten die Vorbereitungen bis zum Startakt der Sonde in die Stratosphäre. Es war eine Marathonaufgabe, kann man sagen. Ja. Bis zuletzt, das heißt am Wochenende, hatten wir Probleme mit dem Tracker, ja, mit dem GPS-Tracker. Er wollte nicht funktionieren. Also es war eine stressige Woche und so haben wir uns vorbereitet. Am 6. November war es soweit. Nach den intensiven Vorbereitungen sollte die Sonde mit einem heliumgefüllten Wetterballon in die Stratosphäre geschickt werden, also in etwa 40.000 Metern Höhe. Dreimal höher als Verkehrsflugzeuge fliegen. Die Schüler und Lehrer haben berechnet, dass die Sonde in der Nähe von Rzeszów wieder landen sollte. Dank des GPS-Trackers kann man die Flugbahn der Sonde nachverfolgen. Doch diesmal ist der Start der Sonde nicht gelungen. Solche Rückschläge gehören bei wissenschaftlichen Experimenten aber dazu. Also natürlich wollen wir das gerne noch beenden, dieses Projekt. Wir haben ja alles da, die Sonde ist noch da, wir brauchen nur noch einen neuen Wetterballon und Helium und dann
ja, an einen neuen Termin und dann kann es auch wieder in die Luft gelassen werden und hoffentlich dann auch erfolgreich. Eine Lehre für alle ist, dass Experimente nicht immer gelingen. Man darf sich davon aber nicht entmutigen lassen. Das wissenschaftliche Vorhaben soll noch in diesem Jahr zu Ende gebracht werden. Das Projekt wurde vom Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart finanziert. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.